Herzlich willkommen zu einem neuen Webinar mit der IT Novum. Der Kollege Philipp Heck, Senior Consultant bei uns im Haus, und ich, der Andreas Kuhn, verantwortlich für den Vertrieb in Deutschland hier bei der IT Novum. Wir wollen jetzt die nächsten 45 Minuten mit Ihnen über ein neues Tool im Bereich Datenmanagement sprechen, ein neues Tool sprechen, das Ihre Datenprojekte beschleunigen soll. Und ja, der Aufbau des Webinars ist so, dass wir beide dadurch führen werden. Ich werde eine kurze Einleitung machen, ein paar Slides zeigen vorweg. Und das Ganze soll aber sehr praxisnah sein. Und deswegen wird der Philipp dann relativ schnell übernehmen und wird tatsächlich mal mit Ihnen in dieses Tool einsteigen und wird Ihnen so ein paar ja, Highlights aus dem Produkt zeigen, weil dieses Produkt ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet, Ihre Datenprojekte zu beschleunigen. Und ich würde jetzt an der Stelle mal meinen Bildschirm freigeben. So, den Sie jetzt sehen sollten. Sehr gut. Und das Tool, über das wir sprechen, das heißt Hop. Und das Tool ist ein ETL-Tool. Und ehrlicherweise muss man sich ja vielleicht die Frage stellen an der Stelle, wenn die IT Novum jetzt hergeht und ein ETL-Tool vorstellt, wer die letzten Webinare von uns ja, gesehen hat und geschaut hat, was wir da gezeigt haben. Da ging es viel um Streaming-Technologie beispielsweise, neue große Dinge. Und jetzt kommen wir wieder mit dem ETL-Tool um die Ecke. Warum macht eine IT Novum das? Und auch im Allgemeinen, braucht die Welt denn wirklich noch ein ETL-Tool? Diese Frage muss man sich ja vielleicht auch stellen, weil ETL gibt es ja schon zuhauf da draußen eigentlich. Und ja, wir haben uns die Frage auch natürlich gestellt, dass wir als Consulting-Unternehmen dieses Tool auch neu aufgenommen haben. Das Tool ist ein ja, offizielles Apache-Projekt. Wir kennen die Mannschaft dahinter sehr, sehr gut und wir glauben, es lohnt sich wirklich, dieses Tool näher anzuschauen, weil wir glauben, dass dieses Tool wirklich ja, den ETL-Markt aufmischen wird. Und dazu habe ich auch mal ein kleines Zitat mitgebracht. Das heißt, du sollst die Dinge nicht anders machen, nur damit sie anders sind. Sie müssen auch besser sein. Und der eine oder andere weiß vielleicht schon, wer das gesagt hat. Ich blende es mal mit ein. Das war Elon Musk. Und ich glaube, Tesla hat ja gestern die Billion Dollar an der Börse geknackt, ist, glaube ich, eins der wertvollsten Unternehmen mittlerweile weltweit. Und als Elon Musk mit Tesla angefangen hat, hat ihm vielleicht auch der eine oder andere gesagt: Mensch, braucht denn die Welt jetzt wirklich noch einen Autobauer? Und ja, also der Erfolg von Tesla zeigt, glaube ich, dass die Welt tatsächlich noch einen Autobauer gebraucht hat, weil er auch viele Dinge einfach besser gemacht hat. Und das ETL-Tool Hop, was wir Ihnen zeigen, macht auch viele, viele Dinge besser, weil es Best Practices aus dem Bereich der Datenintegration wirklich in das Tool integriert. Und wir haben ja gesagt, fünffach Speed für Ihr Datenprojekt und möchten demnach auch so auf diese Dinge eingehen. Und jetzt sagen Sie, das sind nur vier Dinge, die hier stehen. Zum fünften komme ich am Ende. Vier Dinge zeigt der Philipp Heck gleich. Das ist einmal das Built-in Lifecycle Management. Da geht es darum, den Lebenszyklus der ETL-Strecken gut zu managen. Design once, run anywhere. Da geht es darum, ETL-Strecken zu designen und aber die Ausführungsengine wirklich völlig frei wählen zu können, nämlich entweder den eigenen Server oder auch irgendeine Engine in der Cloud frei wählen zu können. Development im Browser ist, glaube ich, was in der Entwicklung mittlerweile auch immer mehr Einzug benötigt, ja, dass man wirklich frei in einem Browser arbeiten kann, der Entwickler nicht mehr abgekapselt auf seinem Notebook irgendwie arbeitet, sondern dass man ja im Team zusammen in einem Browser arbeiten kann. Und Built-in-Testing, ja, Testing ist, glaube ich, für jedes Projekt einfach wichtig. Und ja, wir haben auch dieses Best Practice des Testings in Hop integriert oder die Entwickler haben das integriert. Und so entsteht, glaube ich, ein Tool, was es dem Entwickler viel, viel einfacher macht, ja, ETL zu benutzen, Datenprojekte umzusetzen und dann am Ende des Tages Datenprojekte auch schneller zu machen. Und der fünfte Punkt von fünffach Speed, das ist an der Stelle die IT Novum. Ich habe es eben schon gesagt, wir kennen die Entwickler, die hinter diesem Projekt Hop stehen, sehr, sehr genau. Es ist natürlich ein offizielles Apache-Projekt, ein Open-Source-Projekt, wo die IT Novum ja,
der Ansprechpartner für den deutschen Markt sein wird, für Deutschland, Österreich und Schweiz sein wird. Wir sind derjenige, der den kompletten Support dafür ausliefern wird, der sie beraten kann, der das Projekt entsprechend bei Ihnen implementieren kann, der Schulungen anbietet und alles, was dazugehört, alles auf Deutsch und in einer gewohnten Qualität, wie Sie das von einer IT-Novum kennen. Und ja, jetzt möchte ich nicht lange groß drumherum erzählen. Ich würde sagen, hands on, Philipp. Vielen Dank. Zeig du doch einfach mal, worum es bei Hopp geht und wie nah das wirklich an dem ist, was Entwickler brauchen. Plauder vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch und ich freue mich schon darauf. So machen wir das. Vielen Dank. So, dann gebe ich mal mein Bildschirm frei. Ich starte in der Apache Hopp-Oberfläche. Bevor wir so richtig hands-on machen, noch ein paar Features zur Architektur. Wir haben hier ein Meta-Driven-Modell, das heißt, wir generieren erstmal keinen Code. Apache Hopp ist modular aufgebaut, eine modulare oder Plug-in-Architektur, was im Standard mit ungefähr 500 MB Größe ausgeliefert wird. Und ich kann aus dieser Plug-in-Architektur kann ich alles, was ich für mein Projekt brauche, entfernen, sodass ich Apache Hopp bis auf unter 30 MB Größe schrumpfen kann, sodass es auch auf IoT-Devices, Edge-Devices, auf Raspberry Pis laufen kann. Also da kann ich von ganz großen Projekten bis ganz kleinen Projekten kann ich Apache Hopp überall laufen lassen. Fast Startup steht hier, minimal Overhead, das heißt, wir können ganz schnell starten. Sie kennen das wahrscheinlich aus anderen ETL-Tools, die erstmal so ein bisschen ein paar Minuten brauchen, um hochzufahren, und das haben wir hier nicht. Der Andreas hat es gerade gesagt, wir haben einen Apache Beam Support, das heißt, wir können unsere ETL-Strecken einmal designen und können uns dann entscheiden, lasse ich das auf Apache Spark laufen, auf Apache Flink oder im Google Dataflow kann ich das laufen lassen. Ich kann auch auf Entwicklung kann ich es auf Apache Spark laufen lassen, in Produktion auf Google Dataflow. Also da bin ich komplett flexibel, was meine Runtimes angeht. Wir haben eine Versionskontrolle integriert bei Apache Hopp. Das heißt, wenn ich im größeren ETL-Team mit mehreren Kollegen zusammenarbeite, habe ich hier auch in dem Tool direkt die Möglichkeit, das zu tun. Und wir haben die Möglichkeit, integrierte Unit-Tests durchzuführen, direkt auf der Oberfläche. Ich brauche mir kein Framework mehr selber schreiben dafür, sondern ich kann hier mit Apache Hopp das direkt auf der Oberfläche tun. Ganz kurz noch ein paar Features zur Oberfläche. Ich habe es eben gerade schon erwähnt, wir haben eine Plugin-gesteuerte Oberfläche. Das heißt, alles, was ich nicht brauche, kann ich entfernen. Sei es Datenbank-Connections oder Transformations-Steps, die ich nicht benötige, kann ich hier entfernen. Wir haben eine Skalierung für große, hochauflösende Displays mit integriert. Wir haben verschiedene Perspektiven für Context-Switching. Da komme ich dann gleich in der Demo nochmal drauf zu sprechen. Apache Hopp ist designed auch für Webbrowsers. Das heißt, meine ETL-Strecken muss ich nicht mehr lokal entwickeln, sondern kann die in jedem Browser entwickeln. Ich habe einen vollen Support für Windows, OS X, Linux und Web. Da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Apache Hopp läuft überall. Und ganz wichtig für die Entwickler, ich kann das in einem hellen Mode oder im Dark Mode laufen lassen. Das werde ich gleich auch nochmal in der Demo vorführen, wie das Ganze dann aussieht. Starten wir aber erstmal auf einem cleanen Display. Das heißt, wir haben hier zwei Toolbars integriert. Die eine ist hier oben, wo wir verschiedene Projekte und Environments haben. Und wir haben hier an der Seite noch eine Toolbar, wo wir mit Metadaten arbeiten, wo wir den File-Browser drin haben und die Suche. Als ETL-Entwickler, Sie werden es wahrscheinlich kennen, arbeite ich nicht nur in einem Projekt, sondern ich habe viele verschiedene Projekte gleichzeitig. Sei es verschiedene Projekte, verschiedene User-Stories, die ich bearbeiten muss, verschiedene Branches, auf denen ich arbeiten muss. Und hier habe ich mit Apache Hopp die Möglichkeit, zwischen diesen verschiedenen Projekten ganz einfach hin und her zu switchen. Das heißt, ich bin jetzt vor meinem Default-Projekt auf mein Webinar-Projekt gegangen und eröffnet mir die letzten Transformationen, die ich geöffnet habe. Wenn ich jetzt auf mein Samples-Projekt gehe, lädt er im Hintergrund alle Pipelines, die ich offen habe, und kann damit dann direkt arbeiten. Das heißt, hier bin ich sehr, sehr flexibel und kann auch sicher sein, dass ich meine Transformation auch in dem richtigen Projekt geöffnet habe. Das heißt, wenn ich ein Projekt wechsle, ändern sich die Pipelines und die entsprechenden Metadaten. Im zweiten Punkt habe ich jetzt hier noch ein Environment-Möglichkeit. Das heißt, ich kann zu jeder Umgebung kann ich mir einen Config-File hinterlegen. Das ist jetzt nichts Neues. Das habe ich in anderen Projekten, haben wir das auch. Zum Beispiel, wenn wir auf Entwicklungsumgebung sind, habe ich einen Konfigurationsfile für die Entwicklungsumgebung. Wenn ich in der Testing-Umgebung bin, habe ich einen Konfigurationsfile für
die Testumgebung. Das lese ich in so einem ETL-Prozess ein und kann dann damit arbeiten. Bei Apache Hop habe ich hier die Möglichkeit, das schon auf der Oberfläche zu generieren und habe dann natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Das heißt, wenn ich von der Entwicklungsumgebung mal was auf der Testing-Umgebung testen muss, dann muss ich hier nicht an meinem File was ändern, ich muss nicht anpassen oder ein neues File rumkopieren. Ich kann hier direkt einfach die Umgebung wechseln und kann damit dann direkt weiterarbeiten. Auf der linken Seite haben wir erstmal die Data Orchestration. Hier werden wir später unsere Pipelines und unsere Workflows bauen. Im nächsten Punkt haben wir die Metadaten. In Apache Hop sind die Pipelines und Workflows strikt von den Metadaten getrennt. Ich habe zu jedem Projekt die passenden Metadaten. Wenn wir jetzt auf das Samples-Projekt wechseln, dann unter Metadaten gehen, habe ich hier die verschiedenen Metadatentypen, die ich pro Projekt mir anlegen kann. Zu Metadaten gehören zum Beispiel ein Dataset. Ich habe ein Datenset hier mit dabei, wo ich direkt meine ETL-Strecken mit testen kann. 6 verschiedene. Das habe ich dann hier. Das ist ein Golden Complex CSV-Datei. Die besteht aus verschiedenen Feldern, aus verschiedenen Spalten. Die kann ich mir hier auch mal anschauen. Das heißt, ich habe hier den Last Name, First Name. Ich habe hier verschiedene Kundendaten mit verschiedenen Attributen, mit denen ich dann später meine ETL-Strecken testen kann. Und hier habe ich die Möglichkeit, direkt auf der Oberfläche mir das Ganze sogar anzupassen. Für Testfälle mit irgendwelchen Sonderzeichen, mal die Kundennummer zu lang, zu kurz. Hier habe ich direkt die Möglichkeit einzugreifen, Testdaten zu erzeugen, die ich dann später in meinen Transformationen nutzen kann. Verschiedene Metadaten, was haben wir noch? Wir haben ein Pipeline-Log, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir haben unsere verschiedenen Pipeline-Run-Configurations, das habe ich eben schon gesagt. Wir können die ETL-Strecken, die wir designt haben, kann ich auf verschiedenen Umgebungen laufen lassen. Das kann zum Beispiel in Google Dataflow sein, wo ich hier einfach nur die Konfigurationen hier eintrage und das dann dort direkt laufen lassen kann. Das kann ein Apache Spark sein, genau das Gleiche. Ich kann hier eine Spark-Verbindung angeben mit meinen Konfigurationsdaten und bin dann direkt in der Lage, dann mein ETL-Code auf Apache Spark laufen zu lassen. Wir haben die Möglichkeit mit Unit-Tests, die integriert sind, wo ich meine ETL-Strecken auch wieder komplett hier auf der Oberfläche mit testen kann, ohne mir selber ein Framework zu schreiben. Und ich habe meine Database-Connections direkt in den Metadaten drin, wo ich dann auf die verschiedenen Datenbanken zugreifen kann. Nächster Punkt ist mein File Explorer. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ich wechsle gerade mal das Projekt, in dem Projekt Webinar, ich muss das hier neu laden, habe ich hier eine komplette Git-Integration. Sprich, meine Files kann ich hier mit Git-Info abfragen, ich sehe meinen Ordner, ich sehe den Status, ich habe zu meinem Branch, das ist hier der Master-Branch, habe ich noch nichts geändert. Ich sehe zum Beispiel, wenn ich mit mehreren Kollegen arbeite, was haben die denn eingecheckt? Was ist meine Revisions-ID? Wann wurde das eingecheckt? Wer hat es eingecheckt? Wir haben hier verschiedene Kollegen, die auf dem gleichen Branch arbeiten, mit verschiedenen Commit-Messages. Der eine hat hier mal aufgeräumt, der eine hat hier was an der Pipeline geändert. Das kann ich hier alles nachvollziehen. Das heißt, von der ersten Entwicklung von so einer Pipeline bis zum letzten Stand habe ich hier die komplette Historie, was hat sich geändert und was ist neu hinzugekommen. Wichtig ist das auch, wenn ich mir jetzt einzelne Dateien anschauen will. Die habe ich gerade in einem Team. Ich muss zum Beispiel ein Code-Review machen. Der andere Kollege hat was geändert, was ich prüfen muss. Dann habe ich hier die Möglichkeit, immer das in einem Div zu sehen. Das ist immer so, dass man nur einen Text-Div hat. Hier sehe ich nie genau, was hat denn der Kollege geändert. Hat er nur den Step verschoben? Ist ein neuer Step hinzugekommen? Hat er was angepasst? Das ist hier immer sehr, sehr aufwendig nachzuvollziehen, solche Code-Änderungen. Da habe ich mit Apache Hop die Möglichkeit, jetzt mir das Ganze visuell anzeigen zu lassen. Ich habe hier die Pipeline von meinem Fake Data und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auf der rechten Seite mir ein Visual Div anzeigen zu lassen. Sprich, auf der Oberfläche kann ich mir jetzt genau anzeigen, wie sah meine Transformation vorher aus. Ja, Kollege hat zum Beispiel alles hier rausgenommen, er hat diesen Fake Data Step rausgenommen, wir haben String Cuts gemacht und alles weg und hat das durch eine neue Transformation ersetzt, die er hier aufgebaut hat. Kann aber auch mir nochmal einen Branch zurückgehen, kann mir das wieder anschauen und kann nochmal angucken, wie war es denn vorher. Ich sehe wieder den Stand vorher. Da wurde ein Table-Output ersetzt durch einen Text-Output. Und so kann ich genau nachvollziehen, visuell, wie war es vorher, wie war es nachher, was hat mein Kollege geändert und kann so schneller, sauberer arbeiten. Code-Reviews gehen einfacher. Ich habe eine Diskussionsgrundlage und bin somit viel, viel schneller bei solchen Sachen. Das ist wirklich ein Game-Changer im Vergleich zu anderen ETL-Tools. Ich wechsle mal ganz kurz das Projekt. Die Metadaten laden sich neu. In meinem Samples-Projekt habe ich jetzt hier die Möglichkeit,
Code-Schnipsel zu suchen, Wörter zu suchen. Ich habe hier eine komplette Volltextsuche. Ich kann hier entscheiden, ob ich nur gerade geöffnete Elemente durchsuchen will oder komplette Projekte durchsuchen will. Das hat gerade den Vorteil, wenn Sie große Projekte, große ETL-Projekte mit 300 bis 400 Pipelines, Transformationen, Workflows, wenn Sie da bestimmte Sachen suchen, ist es immer sehr, sehr aufwendig. Da muss ich entweder einen Grab über den kompletten Code machen, kriege dann tausende von Suchergebnissen. Die kann ich mir dann raussuchen und kann sie im ETL-Code öffnen. Mit Apache Hop kann ich das direkt auf der Oberfläche machen. Ich kann zum Beispiel das Wort Unit suchen in meinem kompletten Projektordner und kriege dann hier verschiedene Ergebnisse zurück. Das können Pipelines sein vom Typ her, das können aber auch Unit-Tests sein, das können auch Metadatenobjekte sein. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, direkt aus der Suche raus in meine Pipeline zu springen, wo das Wort Unit vorkommt. Und dann kann ich durch mein Ergebnis dann hier direkt auf die ETL-Strecke zugreifen und kann die bearbeiten. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Metadatenobjekte wie Unit-Tests. Einfach einen Doppelklick drauf und ich kann das direkt bearbeiten. Ich kann nochmal was weiteres suchen. Zum Beispiel das Wort Test. Das kommt in meinem Projekt sehr, sehr häufig vor. Jetzt habe ich hier die ganzen Pipelines, wo das Wort Test drin vorkommt. Ich sehe, wo die abgelegt sind. Ich sehe den Namen der Transformation. Ich sehe auch teilweise, wo das ist. Ich habe die Unit-Tests dabei und kann auch wieder hier direkt in meine Pipelines reinspringen und kann dort direkt dann weiterarbeiten. Also das Arbeiten bleibt immer im Flow. Ich suche was, ich kann direkt in die Transformation reinspringen und ich kann auch wieder direkt zurück. Ist jetzt kein neues Feature oder was Weltbewegendes, aber ich erspare mir das Arbeiten aus dem Tool raus mit einem Grab über den Code und dann wieder zurück, sondern hier bleibe ich direkt im Flow und kann sauber arbeiten. Als nächstes haben wir die Plugins. Apache Hop wird im Standard mit ca. 400 Plugins ausgeliefert. Das sind zum Beispiel meine ganzen Transformationssteps, die hier dann dabei sind. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Alles, was ich für mein Projekt nicht brauche, kann ich hier als Plugin direkt entfernen und kann somit das komplette Projekt dann verschlanken. Hier sind aber auch meine ganzen Datenbank-Konnektoren drin. 41 verschiedene Stück. Wenn jetzt hier irgendwas fehlen sollte, kann man die auch noch hinzufügen. Alles, was man nicht braucht, wie gesagt, kann man hier entfernen. Und zu guter Letzt habe ich hier das Neo4j. Jeder, der Neo4j-Datenbanken direkt beladen will, hat hier die Möglichkeit, sich das Log direkt hier nochmal detaillierter anzeigen zu lassen. Ja, so viel zur Oberfläche. Das heißt, wir können in unseren verschiedenen Projekten hin und her springen. Wir können uns Environment-Configure-Files direkt auf der Oberfläche anlegen, bearbeiten. Wir haben unseren Code von den Metadaten getrennt und haben hier verschiedene Metadatenobjekte, die man direkt immer mit in den Projekten mit drin hat. Wir haben unsere Transformationen sauber historisiert mit einer Git-Integration. Ich kann genau nachvollziehen, was hat mein Kollege geändert in der visuellen Ansicht. Ich habe die Suche mit einer Volltextsuche, was mir das alles erleichtert. Also hier habe ich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten als Entwickler auf der Oberfläche, ja, mein ETL-Projekt sauber, schneller damit zu arbeiten. Gibt es aber immer häufiger die Anforderung, dass man das auch im ETL-Browser machen will. Dafür hat Apache Hop auch die Möglichkeit, dass ich hier komplett flexibel im Browser arbeiten kann. Wir haben hier das Projekt. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich hier oben habe. Ich arbeite gerade in einem Firefox-Browser. Ich habe hier meine Samples. Nochmal neu einloggen. Habe hier wieder meine Metadaten, die ich genauso mir anzeigen lassen kann im Browser, wie ich es eben in der GUI gezeigt habe. Ich habe hier mein Golden Dataset. Ich kann mir das Ganze wieder anzeigen lassen. Ich kann das auch wieder bearbeiten für meine Test-Sonderfälle. Habe meine Git-Integration, kann mir meine Pipelines anzeigen lassen. Ich öffne das hier auch ganz kurz nochmal. Also volle Integration im Browser und ich kann ganz sauber im Browser damit arbeiten. Spannend jetzt auch im Dark Mode. Wir haben als Entwickler die Möglichkeit, den Code ja auf einem dunklen Hintergrund anzeigen zu lassen. Funktioniert genauso wie eben auch. Ich muss nochmal mich einloggen. Ich arbeite im Browser. Der Hintergrund ist dunkel gewählt. Ich habe hier wieder meine Pipelines, die ich kurz öffne. Ja, und da kann jeder Entwickler selber entscheiden, was ihm besser gefällt. Ob heller Hintergrund, dunkler Hintergrund, alles ist hier möglich. Ob ich im Browser arbeiten will, ob ich in der normalen GUI arbeiten will. Völlig flexibel. Durch meine Git-Integration kann ich, egal wo ich das öffne, kann ich den Code bearbeiten und dann wieder zurück einchecken. So, dann wechseln wir doch wieder zurück zu meiner normalen GUI. Ich wechsle auch wieder mal mein Projekt. Wir gehen hier in das Default-Projekt. Jetzt machen wir mal ein bisschen hands-on.
Das heißt, wie kann ich jetzt meine Pipelines, meine Workflows erstellen? Ich habe hier oben ein Pluszeichen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, verschiedene Objekte anzulegen. Das können Pipelines sein, das können auch Workflows sein. Es können aber auch Metadatenobjekte sein, wie zum Beispiel, dass ich mir schnell mein eigenes Dataset erzeuge, da ein paar Beispieldaten mir manuell erzeuge und das für meine Teststrecken nutzen kann. Ich kann mir meine eigenen Unit-Tests für meine ETL-Strecken erzeugen. Ich kann noch eine zusätzliche Run-Configuration, ein anderes Apache Flink-Cluster oder wie auch immer, kann ich hier eintragen und kann dort meine ETL-Strecken drauf laufen lassen. Wir beschränken uns jetzt aber erstmal auf eine Pipeline. Hier passiert die Magic. Hier kann ich jetzt meine ganzen Steps einfügen. Hier kann ich jetzt ja, als ETL-Entwickler mich voll austoben. Wie kriege ich jetzt meine verschiedenen Steps hier drauf? Ich kann einfach mit einem Linksklick auf die weiße Oberfläche öffnet sich das Action-Pop-Up-Fenster. Und hier habe ich jetzt alle Möglichkeiten, alle Steps, die mir zur Verfügung stehen, werden mir hier angezeigt. Ich nehme ganz kurz mal die Kategorien raus. Das heißt, das wird alles im Standard als Transformationsmöglichkeit mitgeliefert. Das ist jede Menge. Ich kann mir das einfach nach Kategorien anzeigen lassen. Da haben wir zum Beispiel meine Input-Steps. Das könnte ein Zeilengenerator sein. Das könnte ein ganz normales ein Table-Input sein, wo ich mein SQL-Statement drauf absetze. Das kann ein Text-Input sein. Also hier habe ich die verschiedensten Möglichkeiten. In unserem Beispiel können wir uns hier mal einen Zeilengenerator uns reinziehen. Den können wir auch mit einem Linksklick auf die Transformation, auf den Step direkt bearbeiten. Wir können hier Edit drücken und erzeugen uns erstmal 30 Zeilen. Und jetzt gibt es in Apache Hop einen ganz schönen Step, der heißt Fake Data. Kann ich hier, wenn ich habe so viele Steps zur Auswahl, da nutze ich dann meistens hier die Suche, kann mit dem Fake Step hier rein. So, und jetzt kann ich die beiden Transformationen oder die beiden Steps kann ich jetzt hier verbinden. Das kann ich, indem ich einen Linksklick auf den Create Hop mache, dann kann ich die hier verbinden. Oder ich drücke einfach die Shift-Taste und verbinde die beiden miteinander. Ziehen uns jetzt nochmal einen Dummy-Step rein. So, der macht erstmal nichts und die verbinde ich jetzt. Drücken die Shift-Taste gedrückt halten, auf eine Verbindung zum anderen und dann sind die auch verbunden. So, jetzt erzeugen wir uns mal Daten. Über ein Edit kann ich mir hier verschiedenste Typen von Daten erzeugen. Das können zum Beispiel sein klassische Sachen, wie dass ich mir IDs erzeuge, dass ich mir Namen erzeuge, Telefonnummern, Internetadressen, was auch immer. Oder ich kann mir zum Beispiel Pokémon-Namen erzeugen. Nehme das Feld hier mal Daten und kann hier Namen, das können wir hier einmal kurz abspeichern. Das speichere ich mir, ja, das überschreibe ich und dann lasse ich das mal kurz laufen. Jetzt kriegen wir gleich 30 Pokémon-Daten. Gucke mal, ob Pikachu dabei ist. Manchmal ist es dabei. Ja, hier Nummer 5 ist auch Pikachu. Ich denke, das ist das bekannteste. Und so kann ich mir ganz einfach und schnell meine eigenen Testdaten generieren. Wir können das hier nochmal mit einem anderen Beispiel machen. Andreas, hast du Game of Thrones geguckt? Ehrlicherweise nicht. Okay. Ich nämlich auch nicht. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die kein Game of Thrones geschaut haben. Aber wir können hier uns... Gott sei Dank gar nicht. Wir können uns hier zum Beispiel die Drachen und die Charaktere erzeugen. Dragons. Das führe ich auch nochmal ganz kurz aus. Lassen wir laufen. Und ja, jetzt haben wir die verschiedenen Charaktere und die verschiedenen Drachen dann direkt in unserer Transformation erzeugt, können wir als Testdaten mit weiterverwenden. Und das ist mal was Lustigeres, als immer nur uns Namen und Telefonnummern zu erzeugen. So können wir dann auch mit Pokémons oder Game of Thrones Daten arbeiten. Das heißt, hier kann ich jetzt in meiner Umgebung kann ich jetzt verschiedene Transformationen erzeugen, verschiedene Steps hier einfügen, kann meine Daten so transformieren, wie ich die brauche. Ich habe auch noch ein Error-Handling dabei. Ich sehe hier unten immer die Logging-Ausgabe. Was ist denn überhaupt passiert? Wie viele Zeilen wurden erzeugt? Wie viele wurden ausgegeben? Wo wurden die hingeschrieben? Und so weiter. Ich habe ein kleines Beispiel vorbereitet. Ich wechsle jetzt wieder das Projekt. Meine ganzen Metadaten im Hintergrund aktualisieren sich wieder. Und er zeigt mir die letzten Transformationen, die letzten Pipelines, die ich geöffnet habe. Hier habe ich eine kleine Testdatenstrecke vorbereitet. Die muss ich lokal laufen lassen. So, die ist jetzt erstmal, die ist durchgelaufen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe mir über meinen Fake Data Step, so wie ich ihn eben gezeigt habe, ganz klassisch, habe ich mir Namen, Adressen und Länder ausgeben lassen. Und zu diesen Daten brauche ich jetzt aber noch die Hauptstädte. Die habe ich in meinen Quelldaten, sind die nicht verfügbar. Die muss ich mir zum Beispiel über eine REST-API-Schnittstelle, muss ich mir die holen. Die habe ich mir zum Beispiel hier, die kann ich mir hier anzeigen lassen. Das Ganze kommt in einem JSON-Format, das muss ich noch ganz bearbeiten, damit ich das weiterverwenden kann.
das kann ich mir hier anzeigen. Das Ganze muss ich dann noch in meine Spalten einfügen. Und zum Schluss habe ich dann einen verschiedenen, habe ich dann einen Join, der geht manchmal auf und manchmal nicht auf. Das Schöne, was ich mir jetzt hier aufgemacht habe, ist, ich kann für jeden Step einzeln gleichzeitig mir eine Vorschau anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe meine Quelldaten, wie kamen die rein? Ich sehe meine REST-API-Abfrage und wie ich diese dann transformiere, um richtig zu einem vernünftigen, ja, um zu einem Join zu kommen. Bei anderen ETL-Tools kann ich mir immer nur eine Preview einzeln anzeigen lassen und müsste mich dann immer hier durchklicken und muss mir das merken. Bei Apache Hop habe ich die Möglichkeit, mir für jeden Step die Vorschau anzeigen zu lassen und kann somit den Weg sauber nachvollziehen. Das ist auch ein Gamechanger, gerade wenn Sie irgendwelche Fehler suchen, Fehleranalyse. Warum tritt er jetzt auf? Was passiert eigentlich mit meinen Daten? Wieso geht der Join jetzt nicht auf? Dann kann ich mir hier die Vorschau angucken, kann mir hier oben die Vorschau angucken und sehe sogar das Ergebnis. Und damit kann ich sehr, sehr einfach und auch schnell effizient arbeiten. Ich mache das Ganze jetzt hier nochmal zu. Ich habe eben ein bisschen übersprungen. Ich habe hier die Möglichkeit, Pipelines anzulegen in den Metadaten-Elementen. Das ist hier ein sogenanntes Pipeline-Log. Hinter diesem Pipeline-Log, hinter diesem Metadaten-Element steckt eine weitere Pipeline-Transformation. Diese Transformation wird immer ausgeführt, wenn ich die Haupttransformation, sprich diese Transformation hier laufen lasse. Was bringt mir das? Ich habe über dieses Pipeline-Log habe ich die Möglichkeit, das von hier erzeugte Log nicht in meinen Standardordner wegzuschreiben, sondern ich kann das zum Beispiel in ein Kafka-Cluster wegschreiben, in ein Elasticsearch-Cluster wegschreiben und kann das Ganze dann mit dem Log weiterverarbeiten. Das heißt, meine Pipeline läuft, generiert ein Log und dieses Log schreibe ich durch eine Unterpipeline Ganze weg, so wie ich das brauche. Muss das nicht aufwendig parsen aus einem Standard-Log-File, muss mir das Datum rausziehen und muss das dann machen, sondern nur die Log-Dateien, die von der Pipeline erzeugt werden, kann ich hier nutzen. Zum Beispiel für andere Folgetransformationen. Kann gucken, ob die erwarteten Datensätze auch wirklich der Anzahl entsprechen, von der ich ausgehe oder ob sie kleiner sind, größer sind. Und so bin ich mit dem Log relativ flexibel oder flexibler im Gegensatz zu anderen ETL-Tools. Ja, kommen wir noch zum letzten Punkt, was ich hier zeigen möchte. Das ist der große Punkt Testing. Das ist ja ein ganz großer Punkt. Wie kann ich jetzt meine ETL-Strecken testen? Kaufe ich mir da ein externes Tool ein? Schreibe ich mir mein Framework selber? Das ist immer sehr, sehr aufwendig. Gegen welche Testdaten teste ich das Ganze? Und hier habe ich mit Apache Hop die Möglichkeit, schon integrierte Unit-Tests zu nutzen. Ich habe bei jeder Pipeline, die ich mir oben anlege, habe ich hier den Punkt Unit-Tests. Hier habe ich mir jetzt zum Beispiel mal zwei Unit-Tests angelegt. Die kann ich hier noch editieren. Ich kann hier noch neue hinzufügen, kann die rausschreiben oder also kann die auch löschen. Und habe hier mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht. Wir bekommen Customers aus meiner Datenquelle. Diese ganzen filter ich. Das heißt, ich möchte nur Kunden, die in Kalifornien wohnen. Ich bearbeite das Ganze noch und schreibe das Ganze dann weg. So, wie kann ich jetzt so eine relativ einfache Transformation testen gegen, zwar nicht mit Echtdaten, sondern mit Testdaten und wie kann ich da so ein Unit-Test, wie könnte das aussehen? Ich wähle hier den Punkt Unit-Test aus und teste jetzt meine Pipeline gegen einen Golden Data Datensatz. Sprich, ich weiß, wie viele Datensätze kommen rein und wie viele Datensätze müssen nach meiner Transformation, nach meinen transformierten Steps wieder rauskommen. Das kann ich jetzt hier einmal laufen lassen. Das heißt, wir laden über die Customers Input unser Golden Dataset. Das Ganze wird gefiltert und ich habe auch schon ein erwartetes Golden Dataset, was ich matchen muss. Das sehen wir hier auch schon. Wenn wir hier ins Logging reinschauen, sehen wir hier unser Testergebnis. Der Test ist erfolgreich und wurde erfolgreich gegen das Golden Dataset getestet. Damit ist mein Unit-Test erfolgreich abgeschlossen. Ich provoziere das jetzt mal, dass der Unit-Test mal fehlschlägt. Das heißt, ich will nicht die Kunden aus Kalifornien, sondern alle ungleich aus Kalifornien. Genau das Gegenteil. Das speichere ich kurz ab und lasse das Ganze nochmal laufen. Gegen meinen Golden Dataset. Was ist jetzt natürlich das erwartete Ergebnis? Mein Test schlägt fehl. Es kommt direkt ein Pop-up-Fenster heraus. Er zeigt mir, welcher Unit-Test das Ganze ist. Gegen welches Dataset ich das Ganze habe gelaufen lassen. Ob es einen Fehler gibt. Natürlich gibt es einen Fehler. Und sogar noch ein Kommentar, was denn der Fehler ist. In dem Golden Dataset haben wir nämlich eigentlich nur 7 Kunden erwartet, die in Kalifornien leben. Ich habe aber jetzt dadurch, dass ich das
durch dass ich die Filterbedingungen angepasst habe, habe ich jetzt 93 Datensätze bekommen. Das heißt, ich sehe in meinem Unit-Test auch direkt, was fehlgeschlagen ist und was eigentlich das erwartete Ergebnis gewesen wäre. Ich ändere das Ganze nochmal zurück. Wähle nochmal die Kunden aus Kalifornien aus, speichere das Ganze und lasse das Ganze nochmal laufen. Und hier ist der Test wieder successful. Und auch hier, wenn ich jetzt einen Fehler habe, okay, das Ganze nochmal zurück machen, kann ich das mir genau nachvollziehen, wo ist denn überhaupt der Fehler? Ich lasse nochmal laufen. Er hat mir den Fehler geworfen. Ich habe hier bei jedem Step habe ich hier die Möglichkeit, mir eine Vorschau anzeigen zu lassen. Ich habe jetzt hier lauter Kunden, dann filtere ich die raus. Ich kriege zu viele Kunden und kann hier jede Transformation einzeln nachvollziehen, was passiert denn hier mit meinen ganzen Daten. Und so kann ich das ganze Thema Testen, Datenqualität, kann ich hiermit auch direkt im Tool abfangen, indem ich mir einfach verschiedenste Unit-Tests erzeugen kann. Die kann ich auch gegen verschiedene Datasets laufen lassen. Das habe ich ja hier in meinen Metadaten, meine verschiedenen Testdaten. Und kann das so meine Codequalität verbessern, indem ich das jede Transformation gegen bestimmte Datasets laufen lasse und gegen bestimmte Unit-Tests. Das Ganze in Verbindung mit meinem voll versionierten Code, wo ich mir dann genau anzeigen lassen kann, mein Unit-Test ist fehlgeschlagen. Ich kann gucken, was ist denn der Unterschied zu den Änderungen, die ich davor hatte? Wer hat das Ganze eingecheckt? So habe ich einen kompletten Lifecycle-Management. So kann ich genau nachvollziehen in meinen ETL-Projekten, wer hat was geändert? Wann ist mein Unit-Test fehlgeschlagen? Mit welchem Dataset ist er fehlgeschlagen? Und das erhöht die Qualität ganz enorm. Ja, so viel zu meinen Highlights, was eigentlich ich als ETL-Entwickler so an Vorteilen sehe, wie man mit Apache Hop, richtig gute Datenprojekte vorantreiben kann in richtig schneller Zeit und wie einfach das Arbeiten deutlich angenehmer und mehr Spaß macht. Ja, vielen Dank, Philipp. Ich glaube, man hat gesehen, das ist ein sehr praxisorientiertes Tool tatsächlich. Also das ist etwas, worauf Entwickler am Ende des Tages gewartet haben. Aber uns interessiert natürlich, was sagen Sie dazu und was haben Sie für Fragen jetzt auch dazu? Also wir haben natürlich hier noch einen Q&A-Teil eingebaut. Posten Sie gerne Ihre Fragen in den Chat oder Sie können sich auch gerne unmuten, wenn Sie möchten und können live mit uns sprechen. Auch das ist natürlich sehr gerne möglich. Deswegen, was haben Sie für Fragen? Auch mal den Chat. Hier hat schon jemand geschrieben, kann man die Steps jederzeit erweitern? Ah, genau, ja. Das habe ich ja eben in der Demo gezeigt. Also wir haben jetzt hier die verschiedensten Datentypen oder Plugin-Typen. Die sind hier zum Beispiel Datenbanktypen. Ich habe meine ganzen Transformationen. Die kann ich, wenn ich bestimmte neue Transformationen gibt, kann ich die hier jederzeit dann einfügen. Es ist einfach nur ein Plugin, was ich in den Ordner kopieren muss, in den Hop-Ordner, meine GUI neu starten kann und dann steht der Step mir direkt zur Verfügung. Genau auch umgedreht, wenn ich Steps nicht benötige, kann ich die, weil es Plugin ist, einfach entfernen. Das ist überhaupt kein Problem. Haben Sie noch weitere Fragen? Wie kann man Pentaho-Transformationen-Jobs in der Apache Hop migrieren? Wenn ja, wie? Also grundsätzlich kann man sicherlich jedes ETL-Tool, was es da draußen gibt, auf Hop migrieren. Sinnvollerweise schaut man sich das aber in einem Projekt mal gemeinsam an oder was heißt in einem Projekt gemeinsam an, sollten wir vielleicht offline klären, wie schaut das aus, wie sieht das bei Ihnen aus, wie viele Transformationen haben Sie, was für eine Version nutzen Sie und alles, was dazu gehört, das sollten wir vielleicht im Nachgang sinnvollerweise klären. Zwei Fragen. Bekommen wir einen Link für das Recording? Ja, selbstverständlich. Also im Nachgang bekommen alle Teilnehmer das Recording, wie bei allen unseren Webinaren und Online-Veranstaltungen entsprechend zugesendet. Wann werdet ihr Trainings für Apache Hop anbieten? Das wird
kurzfristig passieren. Ich kann jetzt noch kein genaues Datum sagen, wann, aber wir befinden uns gerade in der kompletten Aufbereitung von allen Trainings, um ein komplettes Portfolio dazu anbieten zu können und da vielleicht zum einen mal unsere Webseite im Auge behalten und zum anderen glaube ich, dass unser Marketing auch an die Bestandsdatenbank sicherlich ein Mailing auch rausschickt, sobald diese Trainings online sind. Wenn ihr da noch nicht im Verteiler drin seid, dann gerne vielleicht über die Webseite auch anmelden. Dann kriegt ihr auch diese E-Mails dazu. Aber das sollte kurzfristig passieren. Thema Git-Integration zeigt der Visual Div auch die Änderungen innerhalb eines Steps, fragt der Steffen Prang. Hallo Steffen im Übrigen, grüße dich. Schön, dass du auch dabei bist. Die Änderungen im Detail werden nicht angezeigt. Wir sehen nur, dass sich in einem Step was geändert hat. Also wenn was gelöscht wird, wird es rot angezeigt. Wenn was Neues hinzukommt, wird es grün angezeigt. Und alle Steps, die gelb angezeigt werden, in denen da wurde innerhalb des Steps was geändert. Das könnte man sich dann auch wieder auf Zeilenebene angucken, was sich da geändert hat. Aber hier wird man im Visual Div schon sehen, ob sich was geändert hat und an welchem Step. Und dann kann man wieder zurückgehen und kann in den Step dann direkt reinschauen. Gibt es weitere Fragen, Andreas? Aktuell noch nicht. Stellen Sie aber gerne diese Fragen. Gerne, wie gesagt, auch unmuten. Wir freuen uns auch, wenn man persönlich mit Ihnen sprechen kann. Das ist noch schöner, als im Chat zu lesen. Oder wir machen auch gerne Termine vor Ort, Andreas. Das außerdem wieder, ja. Sehr flexibel da. Da stehen wir gerne zur Verfügung, genau. Also ja, es ist auf jeden Fall wieder möglich, auch vor Ort Termine zu machen. Da hast du vollkommen recht. Also wenn Ihre Corona-Regeln das zulassen, wir sind eigentlich fast alle hier entsprechend geimpft und kommen gerne zu Ihnen. Weitere Fragen oder Wünsche? Können wir noch was zeigen, auch das, wenn Sie sagen, Hopweb ausschließlich nur über Docker-Container oder auch andere Möglichkeiten? Nein, geht auch anders. Ich habe es jetzt im Zuge der Demos, ist das alles dockerisiert. Man kann auch ETL-Strecken im Docker direkt ausführen, dass dann ein Docker-Container hochfährt. Aber geht auch, wenn man das auf einem Server direkt installiert, kann man auch über einen Browser zugreifen. Echt klasse, ja schön. Das freut uns. Genau, oder sollen wir doch was zeigen? Also wer möchte, wir können da gerne auch noch etwas zeigen. Kann grundsätzlich jede Pipeline auf via Beam auf den verschiedenen Runtimes ausgeführt werden oder muss ich darauf achten, nur bestimmte Steps zu benutzen? Es wird bestimmt ein paar Ausnahmen geben. Das können wir aber im Nachgang nochmal nachreichen, welche Steps dafür geeignet sind und nicht. Aber es dürften die allermeisten sind auch Beam geeignet, sodass ich das auf allen Runtime-Umgebungen ausführen kann. Sehr gerne, bitteschön. Genau, aber wenn wir auch nochmal reinspringen sollen in das Tool, auch das können wir sehr gerne tun. Scheint nicht alles gezeigt zu haben, Andreas. Ja, sehr schön. Dann freuen wir uns, wenn Sie im Nachgang natürlich auf uns zukommen. Und falls Sie noch irgendwelche Fragen, Wünsche etc. haben, natürlich auch gerne persönliche Termine, kommen Sie gerne auf uns zu. Ich habe jetzt hier gerade auch nochmal unsere Kontaktdaten eingeblendet. Ja, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wie gesagt, bei jedweden Fragen, was auch immer. Und lassen Sie uns die Dinge gerne persönlich besprechen oder auch gerne nochmal ausführlicher präsentieren. Das war ja jetzt so ein erster kleiner Einstieg in Hopp, ja, um so ein bisschen Appetit zu machen. Aber wir können hier auch gerne noch entsprechend größer und individueller auf Ihren Use Case sicherlich präsentieren. Deswegen freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme und sage erstmal vielen Dank an alle, die dabei waren und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Thank you.